Ich sehe ihn! Stopp! Schneller! Renn schneller! Also, er ist dann auch noch zu blöd, von hier oben ein Attentat auszuführen. Also ich glaube, ich springe jetzt runter und lasse mich sterben, hey, ganz ehrlich. Also, das macht ja gerade gar keinen Spaß mehr. So, hier ist anscheinend das Gebiet zu Ende. Sind wir fertig mit dem Schutzgeld? Ich muss weg hier. Ja, verpisst euch doch alle aus dem Weg, Herr Wahnsinn. Hier, diese ganze Hobby-Armee, die läuft mir auch noch nach. Die geht mir seit einer Viertelstunde auf den Sack, ganz ehrlich. Jetzt erledige ich ihn! So, verpisst euch doch langsam mal. Wahnsinn, das ist echt anstrengend. Ja, geil, desynchronisiert. Wenn ich die ganze Scheiße jetzt nochmal machen darf. Ey, ganz ehrlich, sowas sind Missionen, die dermaßen aufregen. Und was machen wir? Ja, wir müssen natürlich flüchten. Natürlich, was auch sonst. Dachtest du dir, wo versucht es nur? Das hat sich ja wehgetan. Schieben die! Angriff! So. Was soll denn das jetzt? Ja, wieder desynchronisiert. Sehr, sehr geil. Da fällt mir jetzt gerade nichts mehr dazu ein. Ich werde schon schlagen, bevor ich überhaupt im Spiel bin. Ich glaube, es hackt, oder? Nein. Du wirst mir nicht entkommen. Tut es nicht. Wie lange bist du noch nicht? Ja, okay, das geht auch nicht. Was habe ich denn hier sonst noch alles? Krähenfußbombe, was gibt's denn alles? Splitterbombe. Geld werfen, versteckte. Was? Achso, versteckte Pistole. So, anscheinend habe ich gerade 5 Wachen mit einer Granate vernichtet. Hey, Wahnsinn! Es macht keinen Spaß mehr, Leute, ich sag's euch ganz ehrlich. Ich könnte mich ja für blöd halten, aber da kannst du hauen, was du willst. Da kannst du hauen, du kannst. Ja toll, warum habe ich jetzt die eine verballert? Desynchronisiert, da hätte ich die Dings doch ganz gern wieder. Also, das Loslassen funktioniert ja auch nicht so ganz. Also, auf einmal laufen alle schneller. Schneller, verliert ihn nicht. Und jetzt, heil!
So, und ständig springt er hier über diese Scheiße auch noch drüber. Das ist das Beste überhaupt. So, sind jetzt hier noch Wachen irgendwo? Also hier ist es schon mal zumindest zu Ende. Ernsthaft? Ach komm schon, Mann, Wahnsinn. Leck mich am Arsch. Ich kriege ja echt gleich einen Anfall, Mann. So, jetzt aus dem Weg hier. Seid gegrüßt, verehrte Soldaten. Ja, sei gegrüßt. Lass mich in Ruhe. So, schwimmen, glaube ich, können sie nicht. Wahnsinn, ich mache echt 10, 50 Kreuze mache ich hier in den Kalender. Ist ja abartig. Einkommen eingezahlt, 11.150. Haben wir einbezahlt. So, jetzt brauche ich erstmal so ein Fuzzi, der meinen Bekanntheitsgrad wieder runtersetzt. Was ist das hier eigentlich? Assassinen rekrutieren. Halt, als erstes gehen wir zur Schmiede. Da werden wir hoffentlich schon noch an wem vorbeilaufen. Kaufen wir das? Ernsthaft? Ich kann mich immer noch nicht bewegen. Und die fotzen mich. Also das ist doch lächerlich, ey, ohne Scheiß. Oh Gott, Leute, ich sag's euch. Das Spiel hasst mich. So, wo bin ich denn jetzt gerade? Jetzt bin ich hier, also. Kommt! Stellt unseren Stahl auf die Probe! Ich repariere mich erstmal. Alles reparieren. Yep. Okay, also. Achso, nicht genügend Geld. Auf bald! Dann muss ich fast auch noch zur Bank. Ach. Okay. Gülmoschee. Hier oben war der andere Platz. Was haben wir hier noch? Einen Diamanten? Ein Schatz? Ha? Dann laufen wir uns erstmal dahin. So, ich brauche jetzt erstmal einen kurzen Moment hier, um mich ein bisschen zu beruhigen. Die Mission, die war jetzt gerade dermaßen, also wirklich dermaßen nervig, dass
als ich den Controller fast hintergeschmissen hätte. Und so blöd zum Spielen bin ich in der Regel eigentlich nicht. So, das hier müsste jetzt der Schatz sein. Sitzen ja allerdings trotzdem wieder so viele Wachen rum. Unverständlicherweise. Dachte ich, das Gebiet habe ich übernommen. Hier ist keiner. Aber halt. Einkommen eingezahlt, 17.000 im Banktresor. Also das ist schon mal ganz gut. Ist das Datenfragment jetzt hier oben oder ist es hier unten? Da war doch gerade eins, oder? Was haben wir hier jetzt? Bekommen wir Phosphor auch noch? Beziehungsweise dieses ganze Phosphor und Schwefel und Krähenfußzeug, das brauche ich eigentlich gar nicht so. Genauso wie jetzt hier Schwefel. Damit spiele ich so oder so nicht wirklich. So, und da komme ich jetzt wie rüber? Da ist auch noch eine Kiste. Gar nicht, oder? Doch. Die Kiste gehört mir. Ach, okay, der macht anscheinend nichts. Der lässt mich in Ruhe. Hallo? Okay, also der macht nichts. Die lassen mich auch in Ruhe. Also die lassen mich jetzt scheinbar alle in Ruhe. Okay. Viel habe ich jetzt hier nicht rausgekriegt. Ist das nicht gefährlich? Nein. Ins Versteck will ich jetzt natürlich auch noch nicht. Was ich machen wollte, ich wollte nicht zum Arzt. Ich wollte mir unbedingt nochmal Medizin holen, weil die ja fehlt. Doktor habe ich hier oben. Den muss ich allerdings auch noch kaufen. Bedeutet, gibt es hier auch noch eine Bank irgendwo? Ein Arzt, ein Schneider, Buchladen und ein Schmied. Da ist auch ein Schmied. Hier ist eine Bank. Dann mache ich zuerst das hier. Pirana. So, bis dich. So, gut, hier habe ich noch. Jawohl, habe ich. Jawohl, jetzt bekomme ich 6000 Einkommen die Stunde. Die Stunde ist eigentlich in 20 Minuten. 6 und 14 Banken haben wir renoviert. Jetzt hole ich mir erstmal meine 17.000 runter, was wir drauf haben. Geld abheben, 17.000. Ist natürlich
Ein lukratives Vergnügen. Absolut spitze, natürlich. Gut, den Doktor markieren wir auch nochmal kurz. Der war... Ach, gleich hier daneben. Ja, also die kann ich alle umschubsen, das stört die Wachen überhaupt nicht, kein bisschen. ...6400... alle 20 Minuten. Hier meine Quecksilberbasierte. So, schön. Gut, Apothekerbedarf braucht man... Was, schnell wirkendes Gift? Aber ich brauche jetzt erstmal Medizin. Ach, das war für die Giftklingen, stimmt. Passt. Nehmen wir auch mit. Was haben wir sonst noch? Komponenten. Stinkdüse. Naja. Das brauche ich eigentlich jetzt nicht wirklich. Das ist besser. Aber ich sage immer, Vorsorge ist die beste Heilung. So, okay. Das 3 von 14 Ärzten haben wir jetzt erst gemacht. Das ist doch ein bisschen wenig. Schauen wir mal, dann kaufen wir uns diesen Buchladen, beziehungsweise die Schneiderei hier noch. Ich meine, wenn wir das Geld schon haben, können wir es ja auch hernehmen. Jawohl. Ein tapferes Schneiderlein. Exklusive Angebote. Lebenslange Pflege. Mittlerer Fallschirmbeutel. Erhöht die Anzahl von Fallschirmen um 5. Okay. Kostet aber 5000. Messergürtelerweiterung. 5. Um 5. Achso, muss ich die nach und nach kaufen. Kaufen. Nochmal kaufen. Also ich glaube, ich werde mich jetzt hier mal mit Messern eindecken. Beziehungsweise, ha, ich habe nicht mehr genug Geld. Was kostet so ein Fallschirm? Füll mal auch auf. Vielleicht, vielleicht braucht man, vielleicht fahren wir wieder irgendwo mal runter. Leider färben. Ja, okay, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Dafür gebe ich jetzt kein Geld aus. Genau, wir haben allerdings... Moment, ich sehe gerade, dass meine Anzeige wieder wächst, warum auch immer. Obwohl ich gerade eigentlich nichts mache. Ach, vielleicht wegen am Anrempeln. Hört her, hört her! Eine ansehnliche Belohnung. Hier drückt man noch ein bisschen Geld in die Hand. So, wunderschön. Gut, ich mache jetzt eine Aufnahmepause. Moment, zuerst hole ich mir dieses Datenfragment hier oben, bevor ich es vergesse. Oder komplett übersehe. So, jawohl. Gut, also, ich mache eine Aufnahmepause. Die habe ich jetzt gerade noch ziemlich genervt, muss ich sagen. Die Folge oder die zwei Folgen, ich weiß noch nicht genau, was ich daraus mache. Ja, muss ich an einem anderen Tag weitermachen, geht das gerade gar nicht mehr. Dafür war mir jetzt das andere echt ein bisschen zu anstrengend. Ich hoffe, ihr hattet zumindest ein bisschen Spaß. Im positiven Sinne vielleicht ein bisschen drüber lachen können über das Ganze. Aber, ja, mei. Passiert. Na, ich mache Pantomime, wie es aussieht. Gut, ich wünsche euch einen schönen Tag und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Macht es gut.